Die Formel 1 ist zurück in Sao Paulo und der heutige große Preis von Brasilien verspricht, ein weiterer Klassiker zu werden. Sebastian Vettel hat hier 2012 bekanntermaßen seine dritte WM nach Hause gefahren und 2016 konnten wir Max Verstappen dabei bestaunen, wie er eins der besten Regenrennen aller Zeiten abliefert. Interlagos, immer ein sehr besonderes Rennen hier in Brasilien. Die Rennstrecke ist 4,35 Kilometer lang, 9 Links- und 6 Rechtskurven. Wir kommen also insgesamt auf 15 Kurven. Bei einem nassen Tag wie heute ist für die Fahrer eine gute Haftung und eine gute Sicht das A und O. Die wichtigste Passage wird wie immer der dritte Sektor sein. Da geht es lange, lange Vollgas bergauf. Es folgt eine Bodenwelle und das Anbremsen und Eintauchen in das Zennais. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richards startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Sainz, Hamilton, Charles Leclerc und Verstappen. Perez, Ocon, Stroll und Lando Norris. Vettel, Albon, Pierre Gasly und Kwiat, Russell, Grosjean, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Schumacher, Ricardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Latifi und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Na, hoffentlich wir. Jo, damit herzlich willkommen zum Rennen, liebe Leute. Wir sind in Brasilien zu Gast und ja, schauen wir mal. Warte mal, ich guck mal um meine Pfeifen. Ich muss hier mal hochstellen, die Traktion wieder. Vielleicht kriegen wir es ja hin. So, und dann gehen wir mal rein ins vorletzte Saisonrennen, Starkregen, Brasilien. Let's go! Das erste Mal ein Rennen von der Pole angehen. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Ja. Die Startaufstellung haben wir gesehen, Ricciardo nur auf Platz 20, auf seiner Strafe. Und Magnussen ganz hinten, oder Albon auf 12, also die direkte Konkurrenz um uns herum, stehen alle sind gut, wir sind auf der Pole, stehen weit hinter uns, Sainz, auf den müssen wir höllisch aufpassen. Mein Ziel ist es, so wie wir jetzt gerade sind, ins Ziel zu kommen, das wäre natürlich alles wär gut. Weil dann wären wir zur Sicherheit definitiv vor Sainz. Und dann hätte man dicke, dicke Chance im letzten im freien Training, ja. Genau. Eine dicke Chance in Abu Dhabi hier den sechsmal zuzumachen mit dem Sieg, wenn wir sogar veralbern. Wie gesagt, eigentlich darf sich nicht viel ändern. Dann wäre man wirklich, hätten wir die dicke Chance, Platz 6 in Abu Dhabi zuzumachen. Also alle packen. Perez steht weit weg. Steht auch nur auf 7, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. 6 oder 7. Also jedenfalls. Moment, ich gucke mal gerade, was die. Gut, ich muss mal gleich gucken. Ja, Brasilien, wie gesagt, 18 Runden schicken dann gleich im Rennen. Puh. Können wir unsere erste Pole nach Hause fahren? Wenn wir das Ding heute schaffen, genauso wie das für die schnellste Runde, dann hätten wir das komplette Rennwochenende dominiert. Dann ist meine Taktik komplett aufgegangen. Ja, das ist Perez auf der 6 hinter. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Verstappen. Ja, Verstappen und dann Perez und dann Ocon, Stroll, Norris. Dann der Vettel erst. Dann erst Albon. Dann die beiden Alpha Tauri dahinter. Ganz hinten, die beiden Williams und eben Ricciardo und Magnus, der noch ganz hinten steht. So, schauen wir mal. Auf geht's, liebe Leute.
Der Start in Brasilien ist ein Erfolg. Wir kommen relativ gut weg. Ich bleibe jetzt ein bisschen auf der Linie. Bottas, hau ab da. Und das ist das Problem, dass der Sainz jetzt vorbei geht. Sainz in Führung. Das ist der absolute Worst Case, gerade passiert, dass der Angriff jetzt gegen Sainz kommt. Jetzt haben wir wieder. Jetzt sind wir wieder vorne, da wo ich hin will. 18 Runden stehen heute an hier, wie ich das eben angekündigt habe. Hinter mir befeiten sich gerade Bottas, da haben wir gelb hinten. Aber es hat nichts passiert, weiterhin hinten sind hinter mir. Mir wäre das lieber, wenn der Bottas da vorbei bleibt. Also wie gesagt, wir momentan auf 1. Ein bisschen kommen wir jetzt weg von dem Rest des Feldes. Ja, wenn der Bottas auf... That's a decent start. Good job. So, jetzt gehen wir mal rauf aufs Gas. So, die Zeit ist weg auf jeden Fall erstmal. Bestzeit haben wir jedenfalls. So, jetzt kann das Rennen gerne zu Ende gehen, so wie das ist. Wir führen Bottas 2 und dann der Sainz, der auch ein bisschen was verliert. So, Bottas versucht natürlich ein bisschen ranzukommen, während Sainz sich mit Hamilton schlägt. Der Vorteil ist, dass die keine Überholhilfen dabei haben. Dadurch, dass es regnet, ist das DRS deaktiviert. Das würde ja dann aufgehen, wenn der Hintermann unter einer Sekunde dran wäre an mir. Was bei Bottas definitiv der Fall ist. Das ist nämlich gute halbe Sekunde, ihr seht ja oben diese Zeiten. Und immer wieder komme ich ein bisschen weg. Ich kann mich wieder ein bisschen retten. Anderthalb auf Science momentan funktioniert, so wie ich das gerne hätte. So, ich gehe mal wieder ein bisschen aufs ERS. Wir retten uns in Runde 3. Bottas hat jetzt die schnellste Runde. Nimmt uns jetzt momentan die schnellste Rennrunde ab. Ich gehe natürlich jetzt wieder ein bisschen aufs Fett, weil ich immer nicht die schnellste Runde wieder haben will. Eine 5-Sekunden-Strafe für was? Ich bin weggerutscht. Tut mir leid, dass ich da jetzt gerade nichts machen konnte. Ich bin ein bisschen weggerutscht. Das war definitiv keine Abkürzung. Ich bin der Bottas hinter mir. So, gleich geht's in Runde 4. Entschuldigung, Runde 5 natürlich. Also Runde 4 haben wir jetzt gleich zu. Das ist jetzt gerade die 4. Runde. Warum zählt ja nur die abgeschlossene Runde? So, ein bisschen weg kommen wir jetzt auch wieder. We're leading our teammate by 9.8 seconds. Was will ich? Also Teamkollege, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sind keine 0,8 Sekunden. Das wäre ich ziemlich froh, wenn das so wäre. Schnellste Runde momentan bei Max Verstappen. Und jetzt kommt der Bottas da in den Angriff.
Oder will zumindest, der hängt ein bisschen dran an uns. Kommt aber momentan nicht in die Position, also momentan können wir es auch kurz verteidigt. Ein Safety Car wäre top, weil dann könnte man nämlich uns... Ich weiß nicht, wie dann, ob die anderen auch mit dann in die Box gehen würden. Wie gesagt, so wie es momentan ist, kann es gerne bleiben. Zumindest was die Position betrifft. Und jetzt geht's gleich in die nächste Runde. So. I definitely think we need to stay on this tire a bit longer, but there's no question that the track is drying. We might be in a position to change soon. So, vielleicht schaffen wir es jetzt noch mal eine Runde zu setzen, eine Bestzeit. Die wird definitiv direkt gekontert von Bottas. Also wir hatten sie gerade ganz kurz, minimal. So, jetzt versucht der Bottas gleich nochmal einen Angriff. Ich darf einen Wechsel machen und den habe ich gerade getan. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. So, Bottas muss wegbremsen. Ich versuche meine Linie zu fahren. Ich will dieses Ding definitiv noch nach Hause fahren heute. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen aufs EAS gehen. Um meinen. Um mich wieder ein bisschen abzusetzen gegen Walter Bottas. Ja, schon klar. Ein Versuch hat er gesetzt, der Bottas. Jetzt kommen wir da auch nicht weg. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Leider keine neue Bestzeit. Schade. Die Hoffnung war ein bisschen da. Das war kurz mal eine neue Bestzeit setzen. Das ist toll. Ocon. Also sind die jetzt alle in die Box oder was? Sind jetzt alle in der Box. Hamilton, Vettel, Leclerc, Verstappen. Ich weiß nicht, ob der Bottas den Flügel kaputt hat. Sieht aber nicht so aus. Wäre nämlich gut, dann wäre der schon mal raus, was die Beziehung betrifft. So, wir haben jetzt ein Drittel des Rennens durch. Sind wir momentan Erster. So, sollte es jetzt passieren, dass sie jetzt in die Box gehen, welche Rückblende einsetzen und ebenfalls wechseln auf die Reifen, die sie wollten. Oder warte mal, ich guck mal gerade, was die anderen Reifen betreffen. Sieht so aus, als wären die alle in der Box gewesen, auf Inters gegangen. Okay. Okay, da bin ich sehr spät in die Box. Virtuals. Ah, leck mich doch am Arsch. Ja, okay, das war jetzt, das geht jetzt definitiv mal auf mich. So, mal ein bisschen mehr Abrieb drauf. Go, go now. Pass. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der Hamilton natürlich jetzt vorbei ist. Ich hoffe, die sind jetzt alle vorbei an uns. Hamilton, Verstappen und so.
Ja, dann ist aber die Führung nur ein bisschen Leclerc hat mal zurückgefallen. Ja, Hamilton führt das Rennen jetzt an auf einmal und damit sind wir. Damit war es das mit unserer Siegchance. Die Bottas liegt dahinter. Ich hoffe, dass wir da mal ein bisschen was einholen können jetzt. Den Angriff habe ich gegen nichts überlebt. Mein Gott, Alter, das war mir okay, you have wing damage. This will be a major performance impact unless you. Dieses Scheiß. Ja, das war's. Mein Rennen ist komplett kaputt, ey. Haben sie mich alle komplett. Ich muss natürlich jetzt so schnell wie möglich da wieder rankommen und gehen. Und den Hamilton vor allen Dingen davor. Weil der ist eigentlich so ein bisschen mein momentaner Führendes. Sainz jetzt in der Box. Hat natürlich jetzt den Vorteil, dass er durch ist. Ah Mann. So, Sainz ist vorbei an Magnussen. Und wir natürlich jetzt das Problem, dass wir es nicht sind. Mein Gott, dieser Magnussen, ey. Geh doch mal weg mit deiner scheiß KI, Mann. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Der Hamilton, der bleibt auch da komplett auf der Linie, ne? Ich fahr rückwärts, egal. Ich halt so ab. Ich ramme den noch im Zweifel weg, aber egal, ich hab ihn jetzt. Ist mir gerade auch egal, wenn ich ehrlich bin. Mein Ziel ist es, nur dieses Auto, das Ding zu holen. Die Frage ist, wie weit sind wir momentan, was die Führung betrifft. Latifi und Ocon. Okay, die zwei waren noch nicht in der Box. Das heißt, wir führen das Rennen noch virtuell wieder an. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. So, beschleunigen wieder auf Renngeschwindigkeit, das heißt, wir sind okay, clear. Mr. Hamilton, scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß, ich habe ihn weggedreht, das ist mir aber egal. Hauptsache, ich habe mein Auto, hab mein Dings wieder. Geh weg, Sainz. Wir haben jetzt Hälfte des Rennens. Wie gesagt, Sainz, das ist nämlich, Hamilton nämlich auch wieder auf meiner Kappe, das war... Ist mir schon klar, das war meins. Da wollte ich dann zu viel irgendwann. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Gap to car in front is 3.6 seconds. Gut, die zwei da vorne werden nichts mehr. Werden jetzt definitiv nichts mehr passieren. Die werden mich beide nochmal rein müssen jetzt und damit sind wir wieder vorne. Boah, wie kommt ihr denn? Also einen kriege ich vielleicht abgeblockt, aber den zweiten nicht. Warum kommt der Perez auf einmal her? Das hat man 5 Sekunden durch gerade. Meine Güte, Perez, du Vollpfosten! Oh.
Oh, was macht der für eine Scheiße da? Weißt du, überholt mich. Ich will vorbeigehen und der greift. Und der schießt dann einfach dazwischen, weißt du? Vergiss es, mein Freund. Der auf einmal die Speed her, aber was für eine Speed, ey. 10 Runden, also wir sind jetzt noch 8 Runden, muss ich die Jungs hinter mir halten. Momentan sind wir zweiter Führung momentan. Letzte war nur Korn, 15,7 Sekunden, wobei der auch nochmal rein wird. Das, wenn der nicht rein wird, dann hat er das Ding sicherheitshalber klar gewonnen. Aber was hat der Perez da für einen Move abgezogen? Weißt du, er geht in die Bohr, geht vorbei. Okay, statt auf seiner Lead zu bleiben, zieht er mir einmal komplett vor die Karre, dass er mich wegbrennt. So, jetzt kommt der Perez wieder angeflogen. Die Perez geht nämlich auch noch um die Konstrukteurs-WM. Tschüss. Das war der gleiche Move, den du auch gemacht hast. Diesmal habe ich aber wirklich nichts gemacht. Green Flag. Das Stoppen hinter mir ist mir egal, weil den muss ich nur immer von 5 Sekunden halten. Da werde ich aber vorbeigehen wieder. Ja, ich habe eine. Der wird die 5 Sekunden bekommen. Ich weiß nicht, wo der die her hat. Ich habe nicht um eine Kollision verursacht, mir auch egal. You're doing well out there, keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. Ja, wir haben noch 7 Runden. Das hat man weit zurückfallen. Ich weiß, muss auch nicht auf Magen auf das Benzin jetzt ein bisschen achten. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen auf Pace. Boah, Alter. Es geht nur gegen Max Verstappen gerade. So, Perez ist noch weiter in einem Rennen drin, aber weit zurückgefallen. Der nächste müsste. Ja, wie gesagt, bleibt hinter mir schön, das ist mir egal. Schade, dass es nicht nur 13 Runden sind, weil dann hätte ich es wieder. Aber so, nein, es sind 18 Runden. Ich muss mich nur irgendwie wehren. Oh, by the way, ist Ocon gerade in der Box gewesen, momentan auf P5. Hängt also quasi mitten in dem Trubel hinter mir drin. Und Albon momentan auf 6 hinter Ocon. Und das könnte ja dahinter Perez sein, oder ist das 12? So, ich komme jetzt ein bisschen wieder weg. Ich kann jetzt wieder ein bisschen Pace mitnehmen. Wäre die da hinten sich am Kämpfen sind. Ja, klar, das ist halt vorbei gegangen. Ein Max. So, ich mache ein bisschen. Ich muss ja ein bisschen mit dem mageren Gemisch fahren. So, wir haben noch 5 Ründchen. 5 Runden dieses Auto nach vorne bringen. Halten. Und dann den zweiten Saisonsieg feiern. Aber, oh, Verstappen will angreifen. Kriegt es aber nicht hin. Bottas, schnellste Rennrunde. Ja. Also die schnellste Rennrunde gibt es gar nicht. Verstappen sagen, ich habe noch 5 Sekunden, also ich muss ja hinter mir bleiben. Der wird nämlich noch weit zurückfallen durch diese Strafe. Das rote Ausrufezeichen rechts bedeutet, dass mein DRS kaputt ist. Brauche ich gerade nicht. Daher ist es eigentlich einfach unwichtig. Ja, klar. Ist mir schon klar. Gleich auf der langen Geraden ziehe ich ein bisschen, versuche ich mich da ein bisschen anzuziehen.
Wir sind jetzt gleich in Runde 14. There's five laps of fuel remaining. Wieder komme ich gut raus aus der Kurve. Das heißt, ich kann mich wahrscheinlich Richtung Startziel retten. So. Wenn sie es da hinten am Kriegen sind, ist mir das egal. Der Sainz wird safe Zweiter werden, das ist klar, der geht jetzt an Verstappen ran. Sonst wäre die hinten sich am Kriegen sind, ist mir das egal, alles ist okay. So, der greift jetzt der Nächste an, das ist Vettel. Wir sind jetzt in Runde 15 momentan, also noch wirklich drei Runden. Ich weiß, der Unfall gegen Hamilton, das war nicht fair. Aber, wenn ich ehrlich bin, wenn man mal so an die letzte Saison zurückdenkt, da hat der Hamilton das Gleiche nämlich probiert gegen Albon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau, gegen Albon hier in der Ecke. Da hat er sich ein bisschen sehr verschätzt und die 5 Sekunden Strafe noch nachträglich bekommen. Und ja, tut mir das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht leid. Ich bin auch... Das ist quasi nur so ein Racheakt gewesen. Verstappen fällt weiterhin zurück. Der wird wahrscheinlich hinter Ocon noch zurückputzeln. So, ich muss da wieder auf Mager runtergehen. Weil wieder das halt safe vorbei jetzt an Verstappen. So, vorletzte, drittletzte Runde. Ich muss auf Mager bleiben, um meinen Sprit ein bisschen zu halten. Um meinen Sprit grün zu halten. DS würde wieder funktionieren. 20.022, 2 Sekunden schneller als wir sind, ist momentan der Bottas. Aber ist mir auch egal gerade. Das ist mir gerade herzlich egal. Sainz möchte natürlich gerne dieses Rennen gewinnen. Gut, das ist klar, ich möchte das auch. Jeder möchte das. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen auf Vollpower gehen. So, Sainz möchte jetzt gerne vorbeigehen. Ich lasse den jetzt außen verhungern, um ein bisschen Luft zu holen, um den Weg zu bremsen. Runde 17 sind wir jetzt. Vor drittletzte Runde jetzt. Ja, wir haben noch eine Runde danach. So, der versucht immer weiter anzugreifen, den McLaren da vorne. Der will den Sieg, definitiv. Aber die Frage, kriegt er ihn? Oder lassen wir ihm nicht diesen Wunsch erfüllt? Das darf man wieder. Dritter momentan, wenn man noch diese 5 Sekunden Strafe. Ich vermute, dass das mit dem Hamilton-Ding zu tun hat. Abtrieb haben wir ja. So, ich bleib dabei jetzt ein bisschen mager. Runde 17 gehen wir jetzt gleich rein. So, jetzt geht der Angriff von Sainz gegen uns. Ja, jetzt ist er vorbei. Zahle aus Ding. Okay, keep on him. He might make a mistake. Aber ich bleib dabei. Ich lasse mich nicht abhängen. Bleibt dabei, ich will dieses Ding definitiv gewinnen. Vorletzte Runde, liebe Leute, vorletzte Runde. Können wir das Ding in diesem Rennen noch irgendwie nach Hause bringen? Das darf ihn weit, weit zurückfallen. Er wird definitiv kaum Bus holen.
So, Sainz möchte auch hier irgendwie vorbei. Kann ich ihm nicht verwehren. Kann ich ihm schon verwehren. Kann ich mir klar erklären, aber... Bleib jetzt vorne, versuche jetzt vorne zu bleiben, klar. Hier ist das Magergemisch und gehen mit dem Überholen dagegen. Um halt wirklich mit dem letzten Tröpfchen Benzin noch irgendwie in die durchzukommen. This is your final lap. Final lap of the race. Gap to teammate behind is 6.8 seconds. Bestzeit wird definitiv nicht werden. Das ist mir schon klar. So, da blocke ich ihn nochmal weg. Das heißt, da kommt er nicht ran. Das war für mich jetzt die gefährlichste Situation, eine der gefährlichsten Situationen. Jetzt haben wir eigentlich nur eine Variante, wo es gehen könnte für ihn. Und das ist raus der aus der langen Geraden. Kriegen wir ihn tatsächlich gehalten dahinter uns. Dann haben wir nämlich den zweiten Saisonsieg. Und einen ganz, ganz, ganz wichtigen. Gerade gegen Sainz. Weil der dann mit uns punktgleich ist. Durch den Sieg müssten wir eigentlich, oder ich jetzt den zweiten Saisonsieg, weil wir die besseren Ergebnisse haben, oder müsste es reichen, um ihm klar zu sagen, wir sind vorne. Und dann haben wir das letzte Rennen in Abu Dhabi nächste Woche noch. Aber jetzt erstmal hier das Ding nach Hause fahren. Irgendwie. Verstappen ist der Einzige, der jetzt noch vorbeigehen dürfte, wenn das wollte. Abstand 1,1 Sekunden. Das Thema ist gegessen. Ich kann euch auch feststellen, das ist mir auch egal. Wir haben es geschafft. Yes! That's a race win. You've really been great today. Yes! Yes! Zweiter Saisonsieg. Kanada nach Kanada geht jetzt mit Brasilien. Der zweite Saisonsieg durch. Yes. Ein weiterer grandioser großer Preis von Brasilien ist vorüber und der Sieg heute war mehr als verdient. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Yes! Ja, wie gesagt, das Ding mit Hamilton, die ganz fair war. Das muss ich, wie gesagt, sagen. Das ist klar. Aber ich bin ziemlich happy. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessant. Seht das, was hat gewonnen am Ende. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Daniel Ricciardo hat mich heute definitiv beeindruckt mit seiner unglaublichen Leistung. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, schade, wenn der Mick den Skau gerettet hätte, irgendwie sich dann noch eine Position geholt hätte, wäre es wichtig gewesen. Aber so viel zum Thema. Mercedes wird im Platz 20 und 21 noch Konstrukteursweltmeister. Bottas ist nämlich auch ganz hinten gelandet. Aber wie gesagt, in Hamilton sind wir nicht ganz unbeteiligt und Bottas auch nicht. Aber das war sehr, sehr wichtig, dass wir da was geholt haben. So, gucken wir mal auf die Konstrukteurswehr. Damit haben sie mal auf 7, 8 Punkte da Alexander Albon. Das war sehr, sehr wichtig.
dieser Sieg ist bereits vorbei, vorbei an Sainz, ja. Und sechster Platz, ja, mehr sollte nicht drunter. 29 Punkte sind das. Da müssen wir schon Doppelsieg holen, mit Racing Point, ja, Racing Point auf einen Platz 5 zu machen können. Aber es sind 30 Punkte vor Renault. Und die müssen sie erstmal holen. Vor allen Dingen aufholen. Yes! Alles wichtig. Es war da kein rein perfektes Wochenende, weil das die schnellste Runde fehlt. Die hatte Valtteri Bottas, aber da ist es egal. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Oh, doch, perfektes Wochenende. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Ja. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? So, großartiges Team, voller Wagen, natürlich, klar. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? So. Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Man muss ehrlich sein. Ich hasse Regen. Ich bin froh, wenn ich mal nichts wieder trocken ist bei dem Fahren. Danke für den Kommentar. Ja, das war's. So, Level 14 müsste das jetzt sein für uns. Und wieder gut eine Million. Ein bisschen Schaden, 30.000. Aber immerhin, wieder Kohle oder gutes Geld bekommen. Für den Sieg. So, liebe Leute, das letzte Rennen, was uns ins Haus steht, ist das Rennen in Abu Dhabi. Und da sehen wir uns nächste Woche an.